Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir fangen jetzt mal an mit dem Kommentar vom Herrn Sofort zum letzten Shop. Cloaked Store 10 Punkte, Intensity 10 Punkte, Infinite Dab 5 Punkte, Toothpick 6 Punkte, Light Show 7 Punkte. So. Ja, dann schauen wir doch gleich mal in den Shop rein. Was haben wir denn da? Die Oracle X finde ich relativ nice, muss ich sagen. Mit der Kugel da oben, mit den Effekten. Und dem Ding gebe ich 7 von 10. Dann haben wir den Omen. Ja, ist auch relativ nice. Sieht ein bisschen aus wie so ein Marvel-Charakter. Machen wir auch 7 von 10. Der Umhang ist auch relativ nice hier hinten. So. Genau. Dann gibt's den Bright Gunner. Oder hier den Bright Bomber. Ja, ich weiß nicht, also es gibt ja viele, die den toll finden. Der Herr Sofort findet den auch super klasse. Ich bin jetzt nicht so wirklich begeistert von dem Bright Bomber. Der Herr Sofort sagt, das sind die ganzen Schwitzer, die den immer haben. Ja, ich sag mal nach wie vor irgendwas 5 von 10 oder 6 von 10. 5 von 10. So, dann haben wir als nächstes hier den Rainbow Smash. Den finde ich allerdings relativ witzig für Leute, die ein bisschen durchgeknallt sind. Das Ding, sage ich mal, hat meiner Meinung nach... Ja, also ich würde es nicht haben wollen, aber trotzdem 8 von... Ne, 7 von 10. Wollen sie nicht übertreiben. Und dann haben wir den Bright Gunner. Sieht auch nicht so schlecht aus. 6 von 10. Können wir uns jetzt hier umschauen. Wie der Rucksack. Uah. Der Rucksack ist ja echt übel. Meine Güte. Naja, gut. Pick your style. Na gut. Dann gehen wir hier rein in den Toxic Trooper. Es ist pottenhässlich, das Ding. Das Ding ist wirklich pottenhässlich. Sorry, Leute, aber gefällt mir ganz und gar nicht. 3 von 10. Ich finde den grausam, gräuslich. Und dann, oh, meine Güte. Hier haben wir jetzt die Munitionsexpertin. Sorry, 0 von 10. Dann haben wir Petunia. Aha, grausam, auch noch rosa. Epic Games, was tut ihr mir da an? Ehrlich wahr, das ist so schrecklich. Da träume ich heute Nacht wieder schlecht von. 0 von 10. Alter, ist das schlimm. Und jetzt kommt das Monster. Wo ist der Ton hin? Der Ton ist weg. Autocleave, ja, Presslufthammer-Picke, finde ich ganz witzig, 6 von 10. Und dann gibt es hier Jubilation, ein Kult-Emote für nur 200 V-Bucks, das ist wirklich gar nichts, ja.
7 von 10. So. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, alles klar, andere machen das ja auch, allerdings packen die das irgendwo in ein Video rein und dann sieht man eben danach irgendwelche Gameplays. Ja, wie haben denn die anderen Streamer darauf reagiert? Also ich habe einfach mal in der Zwischenzeit nachgesehen, habe mal zwei Reaktionen darauf gefunden und die eine Reaktion war jetzt hier. Moment. Mal ganz kurz hier nachschauen. Was das hier? Klasse. Ah, voilà, nouveau Shop. Klasse. Ah, voilà, nouveau Shop. C'est bon, là? Ja, das voilà, ist nouveau Shop. Du coup, moi, je voulais essayer. Und da werdet ihr dann sehen, wie begeistert tatsächlich die anderen YouTuber sind von dem Shop hier. Ganz kurz hier rein. Das müsste eigentlich das hier sein. Ja, da haben wir es. Airwax Reaktion auf den Shop. Ah, voilà le nouveau Shop. C'est bon là? Ja. Voilà le nouveau Shop. Du coup, moi je vous laisse avec MZ. Amusez-vous bien et passez une bonne soirée. À demain. Ciao, ciao. Match starting. 3, 2, 1, go. Ok, oui, Othniel. Dann kommt nochmal sein Kumpel. Und wie auf den Shop reagiert, hier der Sly. Hey, yo, 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 les petits potes. Comment ça va ce soir? Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? En tout cas, j'en train de regarder le shop, ouais, bah pas ouf, hein. En vrai, y a que des trucs qui sont déjà sortis, quoi. Pas ouf du tout. Ja. Ah, c'est vraiment le pire shot, hein, c'est grave, hein. Shop. Das war's dann eigentlich auch schon mehr. Bon, est-ce que, bon, y'a pas de décalage, est-ce qu'on m'entend bien? Aber jetzt, on sait, à chaque fois, y'a des problèmes. Jetzt, pass auf, Leute, jetzt kommt gleich die richtig krasseste... Der krasseste Ausbruch, den ich jemals gesehen habe. Von Dequan. Und der hat ja sehr viele emotionale Ausbrüche. Okay, bon, allez. Schauen wir mal ganz kurz bei Dequan rein. Was ist denn Dequan? Wie hat Dequan denn reagiert? Was denkt ihr? Wie hat Dequan auf den Shop reagiert? So, schauen wir mal bei Dequan rein. Was hat... So. Dequan hat... So reagiert. Moment, gehen wir hier rein. Are you kidding me? So, das ist Dequans Reaktion auf den Shop. So. Should I buy that pink glider, Doc? Ah, das Spiel ist noch nicht bereit. Ach, gucken wir mal jetzt kurz rein. I ain't got it. Ja, und, ja, shit, das war's. Let's go. Oh, I could use a beach umbrella. That'll match my clown outfit. How you turn on? Eine der emotionalsten Ausbrüche von Dequan. Und dann beschäftigt er sich mehr mit seinen Einstellungen. Als mit dem Shop. Ja, sagt schon alles darüber aus, über den heutigen Store, ne? Das ist nämlich nicht wirklich der Oberbrüller heute. Also. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal, also wie gesagt, das Geilste ist nach wie vor halt hier der Rockout-Emote. Alles andere, Jubilation, okay, aber ansonsten bin ich auch nicht so gespannt. Wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst mal ein Like da, Daumen hoch, bitte, Thumbs up. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Kommentiert, was das Zeug hält. Würden wir uns riesig drüber freuen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Gleich. Macht's gut. Bis dann und tschüss.